Wie wir zu Anfang gehört haben, ist im ersten Schöpfungsbericht der Mensch nicht die Krone der Schöpfung, aber offensichtlich in dieser Veranstaltung, denn ganz zum Schluss kommt der Mensch. Und zwar unter dem spezifischen Gesichtspunkt Evolution des Menschen und was sagt der Kreationismus dazu? Wir haben den Kreationismus ein bisschen aus dem Auge verloren, jetzt kommen wir also wieder zu diesem Thema zurück. Ich kann dazu sagen, es wurde schon erwähnt, dass ich auch publiziert habe auf der Homepage der AG EvoBio. Dort finden Sie die Texte, die ich jetzt für diese kurze Darstellung verwendet habe, in einer ausführlicheren, auch stärker bebilderten Form. Na, Moment, so rum. Ja. Zuerst als Einstieg eine ganz kurze Skizze dessen, was wir über die Evolution des Menschen heute so wissen oder denken oder vermuten. Die zoologische Systematik weist den Hominini Vorsicht, ältere Herrschaften wie ich, vor 10 Jahren hießen die noch die Hominidae, das hat sich inzwischen eine Kategorie höher verlagert, also die Menschenähnlichen sind die Hominini in der heutigen Systematik und das ist eine monophyletische Abstammungsgemeinschaft in der heutigen Systematik. Das heißt, wir wissen ja inzwischen, vielleicht auch nicht, was eine kladistische Darstellung ist. Das haben wir hier. Die Hominini sind eingeschachtelt, kladistisch, in die Hominidae, die Menschenartigen. Von denen gibt es noch 4 rezente Gattungen. Eine davon sind wir selbst, Homo sapiens, mit einer einzigen Art. Dann die Gattung Pan, das sind die Schimpansen, Gorilla und Pongo, das ist der Orang-Utan, der heute auch als mit 2 Spezies gerechnet wird. Sämtliche Hominini, deswegen eine monophyletische Gruppe, stammen von einer soweit wir das ziemlich sicher heute wissen, von einer einzigen Vorfahren Art ab, sämtliche Vertreter außer uns selbst sind ausgestorben. Also auf diesem kurzen Ästchen, wo Hominini steht, sind sämtliche Fossilien abstammungsmäßig angesiedelt, die zum Menschen hinführen. Oder auch Seitenäste natürlich. Ich zeige Ihnen jetzt eine kleine zeitliche Übersicht, damit man eine gewisse Zeitachse hat. Die Zeittafel der Hominini, da so bei etwa 7 Millionen Jahren verschwimmt es etwas, da ist schwierig zu sagen, ob ein Fossilfund, die sind alle nicht sehr vollständig aus dieser Phase, sozusagen tatsächlich bereits nach der Abspaltung der Hominini von den schimpansenartigen Vorfahren ist oder in dieses Feld hineinfällt. Da sehen Sie dann Namen, die will ich nicht näher ausführen, wie Sahelanthropus oder Oronin, das sind alles Funde aus dem mittleren bis nördlichen Afrika. Der erste sichere Vertreter der Hominini ist Ardipithecus, den Sie hier so zeitlich, das sind Millionen Jahre natürlich, ah, ja. Kann man lesen. Ja. Der also sicher bereits sozusagen den Weg von schimpansenähnlichen Vorfahren zu Menschen eingeschlagen hat. Dann verschiedene andere Vertreter, die Australopithecinen sind eine relativ große Gruppe, die sich über eine ganze Zeit erstrecken. Und dann die Gattung Homo, das sind etwa sozusagen 2,5 Millionen Jahre zurück, wobei natürlich man immer bedenken muss, Fossilfunde sind relativ zufällig. Die zeitliche Einordnung kann durch irgendeinen Fund sich ändern, denn wir können ja über die Zeiten, aus denen wir nichts haben, nichts Sicheres sagen.
Diese Namen sind natürlich keine biologischen Spezies, wie es in der sozusagen modernen Synthese der Evolutionstheorie benutzt wird. Dazu fehlt uns das Material, es sind sogenannte Morphospezies, weil wir aus Fossilfunden, außer relativ junge Fossilien, bei denen der Professor Bayer DNA extrahieren könnte, ja, haben wir nichts außer Morphologie. Und zwar natürlich auch nur eingeschränkt Morphologie. Das sind also sogenannte Morphospezies, die man relativ willkürlich ansetzt, um bestimmte Merkmalskomplexe wiederzugeben. Weder die gladistische Darstellung noch die solche Zeittafeln sind im engeren Sinn eine Stammbaumhypothese, das heißt, sie sagen noch nicht sicher, wer von wem jetzt genau abstammt. Hier haben Sie jetzt eine Stammbaumhypothese über die Evolution der Hominini. Die stammt übrigens von Professor Schrenk, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor 2 Jahren, stimmt ja, auch hier war. Und das ist jetzt nun eine nach bestem Wissen und Gewissen angesichts eines relativ immer fragmentarischen Fossilberichts eine Abstammungsvermutung. Und das ist nun relativ interessant, da sehen Sie wieder eine Zeitachse, die in diesem Fall 5,5 Millionen Jahre zurückreicht, das heißt die ganz alten Funde sind nicht mehr vertreten, sondern das fängt auch mit Ardipithecus an, mit diesem ersten sicheren Hominini-Vertreter. Und dann verschiedene Australopithecus-Formen nach Friedemann Schrenk geht die Gattung Homo mit dem ersten Vertreter Homo rudolfensis aus bestimmten Australopithecinen hervor, während andere Australopithecinen, zum Beispiel der bekannte Australopithecus africanus, eher eine Seitenlinie darstellt. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen, Australopithecus africanus hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Der berühmteste Vertreter ist Lucy, dieses sehr vollständige, also für den üblichen Fossilbefund außerordentlich vollständige Skelett, das etwa 3,3, 3,4 Millionen Jahre zurückliegt. Africanus hat aber relativ lange existiert, ist relativ gut belegt, fossil. Nach Friedemann Schrenk ist aber kein direkter Vorfahre der Gattung Homo, sondern das sind andere, dem Homo näherstehende Australopithecinen. Er meint auch, dass Homo habilis, der seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannte Fossilbefund, nicht direkt in diese Reihe gehört, sondern eher eine Seitenast darstellt. Und dann sehen Sie Homo erectus, eine relativ lange Geschichte von etwa 1,9 bis nach gegenwärtigen Befunden bis vielleicht vor 300.000 Jahren noch existierte, als es bereits auch Homo sapiens gab und natürlich da nicht einheitlich ist, sondern morphologisch auch erhebliche Entwicklungen mitgemacht hat. Nun, wir wollen uns das einfach mal anschauen, ob jetzt diese Stammbaumhypothese Bestand hat oder sich wieder ändert mit anderen Fossilfunden. Das ist jetzt für die Beschäftigung mit dem Kreationismus gar nicht so zentral, denn der Kreationismus bestreitet ja nicht irgendeine Abstammungshypothese, sondern jede Abstammungsbeziehung zwischen diesen Fossilien. Und wie er das tut, das wollen wir uns jetzt betrachten. Und wir müssen uns dabei klar machen, dass die Abstammung des Menschen von besonderer Brisanz ist. Über die Motivationslagen des Kreationismus haben wir einiges gehört bereits heute. Und natürlich ist der Mensch als sozusagen Produkt von Naturprozessen, von Evolutionsprozessen, ein besonders brisanter Punkt. Und da ist ein gewisses Problem für den Kreationismus, dass natürlich
die Evolution des Menschen nicht nur für die Kreationisten, sondern für alle besonders interessant sind. Das heißt, in die Erforschung der Fossilgeschichte des Menschen fließen sehr viele Ressourcen, viel mehr als in die Erforschung der Fossilgeschichte der Haifische oder sowas. Wir haben dann enorme finanzielle Mittel werden dafür eingesetzt. Zum Beispiel National Geographic finanziert laufend paläontologische Projekte in dieser Richtung. Und entsprechend haben wir doch eine relativ, ja, immer fragmentarische, aber doch eine relativ interessante, vielfältige Fossillage. Und wie jetzt damit umgehen? Nun, ich muss jetzt voraussagen, ich konzentriere mich auf den Umgang der größten deutschen kreationistischen Organisation mit diesem Fossilbericht. Das ist die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die übrigens im Internet enorm präsent ist. Also da finden Sie jederzeit Informationen dazu. Das ist auch nicht unfair, sich darauf zu konzentrieren, denn die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist jetzt keineswegs besonders krude oder im kreationistischen Spektrum, ja, im wissenschaftlichen Spektrum sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, oder besonders polemisch. Im Gegenteil, Sie werden, wenn Sie die Texte nachlesen, sehen, dass sich die Studiengemeinschaft in einem erheblichen Kontrast zum Beispiel zu angelsächsischen Organisationen um einen sachlichen Ton, um sachliche Argumentation bemüht. Das ist also kein Negativbeispiel in diesem Spektrum. Allerdings, wie ich jetzt versuchen werde, in der verbleibenden kurzen Zeit zu zeigen, eben doch natürlich mit dem Ziel der Destruktion der schulwissenschaftlichen Erkenntnisse, aber nicht jetzt durch Polemik oder krudes Effekthascherei, sondern das Markenzeichen der Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist sozusagen, ja, wie soll ich das ausdrücken, der Anschein der Wissenschaftlichkeit. Und wie sieht es jetzt bei, Moment, haben wir hier, jawohl, wie sieht es jetzt bei dem Fossilbericht über die Evolution des Menschen auf? Hier kommt ein Spezifikum des Kreationismus, nicht aller kreationistischer Organisationen, aber gerade der differenzierten ins Spiel, das hat nämlich die sogenannte Grundtypenlehre. Jawohl, sieht man hier. Es ist diesen differenzierteren Organisationen bewusst, dass sozusagen eine Ursprungshypothese, die die spezifische Erschaffung jeder Art, sozusagen ein jedes nach seiner Art, wenn man Art als biologische Spezies betrachtet, vollkommen unmöglich ist. Das ergibt Szenarien, die einfach nur absurd sind. Dem versucht die Grundtypenlehre abzuhelfen, indem er sagt, nein, es ist nicht jede Spezies, die wir zum Beispiel heute extant haben, separat erschaffen worden, und die Fossilen, wie wir gehört haben, 200.000 sind bekannt Spezies, also Chrono- und Morphospezies, sondern es sind sogenannte Grundtypen erschaffen worden, und zulässig ist eine Mikroevolution, sodass ich aus einem Grundtyp, zum Beispiel klassisches Beispiel, Grundtyp der Entenvögel, da ist nur ein Entenvogel erschaffen worden, und die Vielfalt heutiger Gänse, Enten und so weiter sind durch Mikroevolution entstanden. Ja. Das ist so, wenn man einer Krickente und einem Höckerschwan begegnet, ist es jetzt nicht übermäßig plausibel, aber so versucht man sich eben zu helfen. Und das wird nun auch auf den Menschen angewandt, und zwar in, das wechselt jetzt etwas, und zwar in aller Regel so, dass gesagt wird, es gibt einen Grundtyp Mensch, der Mensch ist einmal als Grundtyp erschaffen worden, und aus sozusagen die wir selbst, Homo sapiens, und die, ja, die menschenähnlichsten Fossilfunde sind sozusagen durch Mikroevolution aus dem Grundtyp hervorgegangen. Das sehen Sie hier. Da wird, und zwar wird in der Regel
Homo sapiens, der archaische Homo sapiens, hier wie üblich Homo neanderthalensis, verwandte Formen wie Heidelbergensis und so weiter und diese vielfältigen Formen Homo erectus, das wird gesagt, sind Homo, sind Vertreter des Grundtyps Homo und alle anderen sind Vertreter eines Grundtyps Großaffe, die nun sozusagen als weiterer Grundtyp neben zum Beispiel Schimpanse, Gorilla und so weiter zu stellen wären. Wie man das dann genau macht, soll uns nicht interessieren. Aber wird dann gezwungen, allerdings, wenn man diese Grundtypenlehre vertritt, zu einer ganz bestimmten Argumentationsweise. Man wird nämlich dazu gezwungen, die Unterschiede zwischen sozusagen denen links, ja, Homo sapiens sapiens bis Homo erectus und denen rechts zu betonen. Man muss dort, so, ja, ich würde fast sagen, wenn das nicht zu religiös klingen würde, auf Teufel komm raus, hier Unterschiede zu konstruieren, während man innerhalb dieser Typen die Unterschiede möglichst herunterspielen muss. Also Homo erectus muss in allen Formen möglichst ähnlich uns selbst sein, damit es nicht zu unplausibel wird. Und bei den Australopithecinen, Pan und Gorilla, ja, gut, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich will nur sagen, wenn man da näher reinschaut, ist es auch fürchterlich unplausibel, weil Australopithecus Lucy hat nicht wirklich ausgesehen, hat sich auch nicht wirklich verhalten wie ein Schimpanse, aber lassen wir das, schauen wir auf die andere Gruppe. Und das ist nun die kreationistische Argumentationsweise, die Unterschiede zwischen den vorgeblichen Grundtypen möglichst groß zu machen, innerhalb der Grundtypgruppe möglichst klein. Schauen wir das mal ein bisschen an. Das ist aber eine Herkulesaufgabe, denn immerhin der älteste Homo erectus, den kennen wir aus Afrika, nahezu gleich alt, aus Georgien, der berühmte Homo erectus aus Tmanisi in Georgien, 1,9 Millionen Jahre und man kann beim besten Willen nicht sagen, dass die uns besonders ähnlich gewesen wären in vieler Hinsicht. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Hier haben wir zum Beispiel einen Schlüsselfund, das ist Homo habilis, diese Fossilien, die haben immer so seltsame Kürzel als Bezeichnung, die kehren in der Literatur immer wieder. Das ist also OH7 rechts, das, was man tatsächlich gefunden hat. Sie sehen, also das kommt Ihnen vielleicht wenig vor, das ist aber das ist ein Unterkiefer, Teile der Schädelkalotte, eine fast vollständige Bezahnung des Unterkiefers. Wenn Paläoanthropologen so viel finden, da flippen die total aus. Ja, die sind schon über einen Zahn, sind die ganz glücklich. Also das sieht nicht nach viel aus, aber es ist ein relativ vollständiger Schädelfund. Allerdings fehlt sozusagen das übrige Skelett komplett. Das heißt, man kann über den Bewegungsmechanismus und so nicht viel sagen, ganz wenig durch den Ansatz der Wirbelsäule am Schädel, aber nicht wirklich viel. Und nun muss man sich da ein bisschen einsehen, um zu sehen, dass der Homo habilis eine echte intermediäre Form ist. Er hat Merkmale, die tatsächlich in Richtung Homo weisen, zum Beispiel ein bereits stark zurückgenommene Schnauze, wenn man so will, also ein Unterkiefer. Er hat aber ein ziemlich kleines Gehirnvolumen, also eine echte intermediäre Form. Und das sind genau die Formen, die für den Kreationismus ein großes Problem sind. Wo schiebe ich denn rein? In den ignoriere ich die fortschrittlichen Merkmale und schiebe ihn zu den Großaffen oder ignoriere ich die nicht fortschrittlichen, die Plesiomorphien und schiebe ihn zum Grundtyp Homo. In gewissem Sinn ist es total willkürlich. Man hat keine andere Wahl, wenn man diese Voraussetzung macht, als sozusagen bei einer solchen Mosaikform einen Teil zu ignorieren.
Und genau das passiert auch. Das können Sie in der Literatur direkt nachweisen, dass große Arbeiten aus dem Kreationismus ganze Merkmalskomplexe schlicht ignorieren. Weil nur so geht das. Na, Moment. Ich will Ihnen aber noch ein anderes Beispiel zeigen, dass diese Mosaikformen, dass diese Trennung sozusagen zwei Grundtypen wirklich außerordentlich künstlich ist. Das könnten wir jetzt an einer ganzen Reihe von Merkmalskomplexen zeigen, bis hin zum Werkzeug, das ja auch überliefert ist, zumindest das steinförmige Werkzeug, bis zum Bewegungsskelett, Fußbau und so weiter. Aber was einfach und schnell geht, ist das sogenannte Schädelvolumen, also das innere Volumen des Schädels, das nämlich in der Reihe der Homininae relativ kontinuierlich und sehr stark anwächst. Und das Anwachsen des Schädelvolumens, da die ursprünglicheren Teile des Gehirns nicht wesentlich wachsen, ein bisschen wächst ja auch, aber nicht wesentlich, beruht nahezu ausschließlich auf einer extremen Vergrößerung des Neokortex, also des, wie heißt denn das auf Deutsch, habe ich vergessen, Großhirnrinde, richtig, vielen Dank, ja. Das sind diese Fachleute, die nur noch ihren Jargon sprechen können, ja. Und da sehen Sie, ich will das nicht im Einzelnen vorlesen, dass wir bereits innerhalb des, was Sie jetzt hier sehen, ist der Grundtyp Großaffe aus der Sicht der Kreationisten. Und da sehen Sie, dass Sie schon hier innerhalb dieses Grundtypes, man muss dazu sagen, die Kreationisten zählen Homo habilis und Homo rudolfensis in der Regel in diesen Grundtyp. Sie wollen ihn also aus der Gattung Homo herausnehmen. Das ist nicht einheitlich, aber im Großen und Ganzen wollen Sie das. Das ist schon sozusagen, dass sich innerhalb dieses Grundtyps, angeblich Großaffe, doch ein ziemliches Problem ergibt. Das Schädelvolumen macht mehr als eine Verdoppelung mit. Und zwar in, jetzt evolutionär gesprochen, relativ kurzer Zeit, von etwa 3 Millionen Jahren. Das ist evolutionär für so eine große Säugetierform mit einer relativ langen Generationsdauer ist es sehr schnell. Und das muss man sich jetzt wirklich auf der Zunge vergehen lassen, muss Mikroevolution sein. Als unbefangener Evolutionsbiologe fragt man sich dann wirklich, wenn das Mikro ist, was ist dann eigentlich Makro? Und wenn also über eine Verdoppelung der Großhirnrinde, und die Großhirnrinde ist ja nun nicht gerade ein unkompliziertes Organ, also eine Verdoppelung, was weiß ich, der Körpergröße insgesamt, das können wir noch eher irgendwie nachvollziehen, aber ausgerechnet die Großhirnrinde, also da muss sich eine Menge getan haben. Und wir sehen, also Homo habilis, da gibt es 2 verschiedene Messungen, auch bei Homo rudolfensis, liegt zwischen 670 und vielleicht sogar 820 Kubikzentimeter. Ja. Ich könnte jetzt ja boshaft fragen, wie viel haben wir denn? Ja, kommt aber gleich. Ja. Und wir sehen dann auf der nächsten Folie, wenn wir jetzt in den zweiten Grundtyp wechseln, nämlich den Homo aus der Sicht des Kreationismus, dem Grundtyp Mensch, dass da überhaupt keine Lücke ist. Im Gegenteil, die überschneiden sich, sozusagen die kleinsten Schädel bei Homo erectus, das wäre Homo erectus georgicus, die sind zum Teil kleiner als die von Homo habilis und Homo rudolfensis. Da sind wir etwa 1,7 Millionen Jahre zurück. Und wir haben dann wiederum innerhalb dieser Evolutionslinie eine starke Vergrößerung. Wir haben nämlich Homo ergaster, das sind afrikanische Formen, der kommt dann auf 900 Kubikzentimeter. Erectus antecessor, das sind spanische Funde, das kann ich jetzt immer nur andeuten,
überschreite dann, es klingt so ein bisschen ähnlich wie beim Aktienindex, die Tausendermarke, und unsere Vorfahren, unsere Nicht-Vorfahren, unsere Parallel-Subspezies Neandertaler, ja, die, wie Sie alle wissen, in Düsseldorf, im Raum Düsseldorf entdeckt wurde, die liegen sogar geringfügig über unserem Gehirnvolumen. Das heißt aber nicht, dass sie intelligenter waren, sowas gehört in die Esoterik, sondern das Gehirnvolumen hängt natürlich mit der Gesamtrobustheit des Körpers auch zusammen. Ja, sozusagen je schmächtiger, ein bisschen weniger, und die Neandertaler waren sozusagen eher vom stämmigen Typus und liegen geringfügig deswegen drüber, aber im Großen und Ganzen ist es identisch. Also statistisch gesehen war es wahrscheinlich schwierig, da Signifikanzen aus diesen paar Schädeln rauszuquetschen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Plausibilität für diese Einteilung in Grundtypen. Jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen, die ist schon nahezu rum. Und wenn wir dann noch, das sind übrigens die Manisi-Funde, die sind deswegen so sensationell gewesen, wie 1,7 Millionen Jahre zurück, früher Homo erectus, weil sie enorm vollständig sind. Wir haben mehrere Schädel, da sehen Sie einen rekonstruierten Schädel, naja, mal ehrlich gesagt, also selbst als Laie sieht man, dass er uns nicht so übermäßig ähnlich ist. Also das mit dem gleichen Grundtyp würden wir doch schon aus ästhetischen Gründen zurückweisen. Und zum Beispiel diese großen Eckzähne, die der noch hat. Also ich weiß nicht, da würde man eher sagen, das gehört in die Vampir-Mythologie als in unser eigenes Erscheinungsbild. Er hatte wirklich noch ziemlich große Canini. Also man merkt daran, das ist einfach, das hat, wenn man näher hinschaut, keine Plausibilität. Das ist, selbst wenn man wirklich die Morphospezies nach morphologischen Merkmalen versucht zu gliedern, dann funktioniert diese Grundtypgliederung nicht. Aber sie muss eben sein, aus ideologischen Gründen. Dann gibt es seit Neuestem, den will ich wenigstens kurz erwähnen, Homo naledi. Der ist echt, das haben Sie sicher mitbekommen, dass in diesem Höhlenkomplex in Südafrika eine ganz große Fülle von homininen Fossilien gefunden wurde. Die sind enorm interessant, die sind nämlich Homo habilis und Homo rudolfensis, auch Homo georgicus, relativ ähnlich, sind aber viel, viel jünger. Die Datierung ist sehr schwierig gewesen. Die besten Ergebnisse sind, dass er nur 300.000 Jahre alt ist. Da auch die frühesten Homo sapiens, also unsere eigenen wackeren Vorfahren in Afrika, um diese Zeit einzuordnen sind, bedeutet es, dass es damals das Homo sapiens tatsächlich eine zweite Homo Spezies noch in nahen Lebensräumen in Afrika hatte. Also die Geschichte der Homini ist nicht irgendwie so ein einliniger Marsch von den Frühen zu uns, sondern die Paläontologen sagen heute, es ist eher wie ein Busch, ja, alle möglichen Seitenäste spielen auch noch irgendwie mit, aber nur wir sind übrig und der Verdacht liegt nahe, dass wir selbst als Spezies dafür gesorgt haben, dass wir nur wir übrig sind. Also das kann niemand beweisen, aber es liegt irgendwie nahe her. Wir haben sie alle sozusagen wegbewerbt. Gut, dann lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen weg. Homo florensis gibt es auch noch, das ist auch ein Ärgernis für den Kreationismus, den kriegen wir auch nicht richtig unter. Da haben Sie sicher davon gehört, der berühmte Hobbit, den gab es vermutlich noch vor 60.000 Jahren. Das heißt, den hat mit großer Sicherheit hat den Homo sapiens noch angetroffen auf seiner Wanderung Richtung Australien. Ja. Na gut, das lassen wir jetzt mal weg. Damit höre ich jetzt auf, damit ich die Zeit nicht zu sehr überziehe. Über das Erkenntnisinteresse des Kreationismus, das war die Folie, da haben wir schon einiges gehört. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Kurzdurchgang durch
die Evolution der Hominini sehr deutlich macht, gerade weil hier natürlich das Menschenbild verbunden ist mit sozusagen dem Narrativ, das die Wissenschaft jetzt mehr oder weniger uns vorstellt, dass das Erkenntnisinteresse des Kreationismus letztlich nicht naturwissenschaftlich ist. Auch bei einer Organisation wie der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die sozusagen argumentativ versucht, dieses Feld der Wissenschaft zu beackern. Ja, die Argumente sollen nach ihrem eigenen Anspruch her naturwissenschaftlich tragfähig sein, dass letztlich das Erkenntnisinteresse ein anderes ist. Das Erkenntnisinteresse ist bei uns hier in Deutschland oder in Europa ein defensives, nämlich Immunisierung gegen Kritik der eigenen Ideologisierung einer religiösen Ursprungs- und Entstehungsdeutung. Und ein letztes Wort noch, es wurde vieles darüber gesagt, wie man mit sozusagen mit der Evolutionstheorie didaktisch, pädagogisch umzugehen hat, damit sie verständlich wird, damit sie plausibel wird, damit sie auch ihren Reichtum entfaltet, denn das ist ja nicht so, dass wir irgendwie dürres Zeug den Kindern und Jugendlichen die Kehle runterstopfen wollen, sondern das ist eine großartige Sache. Ja, das ist ein enormer, Charles Darwin hat sein Hauptwerk On the Origin of Species mit dem Satz beschlossen, endless forms most beautiful sind aus der Evolution hervorgegangen. Also wir verlieren ja ein, nicht nur sozusagen bei der wissenschaftlichen Ratio, wir verlieren ästhetisch, wir verlieren auch auf der Seite der Sinnhaftigkeit des Lebendigen eine Menge, wenn wir da diese Erbsenzählerei anfangen, ja, mit Grundtypen und so. Aber dazu zu ermutigen, dass es das nicht braucht, ja, dass es das auch für einen religiösen Menschen nicht braucht, das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich sage mit Absicht Ermutigung, in den USA ist es ganz anders. Da argumentiert, und in der Türkei sowieso, in der arabischen Welt, das haben wir gehört, da ist der Kreationismus jetzt in verschiedenen Varianten Mehrheitsmeinung. Bei uns ist er das nicht. Bei uns argumentiert er aus einer Position der kulturellen Schwäche. Das heißt nicht, dass ich in großer Geduld die Funktionäre ertragen muss, aber ich möchte Sie dazu ermutigen, in großer Geduld die Kinder und Jugendlichen zu ertragen, die so argumentieren, es bringt nichts, gar nichts, wenn man sie in dieser Position der Schwäche klein und dumm macht, sondern es bringt sehr viel, und da habe ich einige Erfahrungen damit, wenn man sie dazu ermutigt, zu sagen, ihr braucht das nicht, ihr seid stärker, wenn ihr diese Zwangsjacke der ideologischen Evolutionskritik hinter euch lasst. Vielen Dank. Thank you.